Och, leck mich. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin, also, nur wie man den besiegt. Von da klappt es nicht. Ihr müsst von hier Anschwung nehmen, auf seinen Kopf springen und danach habt ihr den besiegt. So schnell geht es. Okay. Ich habe da noch eine andere Sache gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man den braucht. Ich nehme es einfach mal mit. Eine rote Laterne. Okay. Ach ja, ich habe diesen Container da hinten dahin gebracht. Ich habe eine Idee. Ich mache einfach mal so. Okay. Vielleicht kann ich ja irgendwas untersuchen. Ich muss mal sehen. Okay. Und nein, die Musik hört man nicht. Die mein Vater hört da. Ist gut. Aber ich weiß immer noch nicht, wozu der Container da ist. Ach, ich war so dem. Ach, ich konnte mich selbst ohrfeigen. Wartet. Ich konnte mich selbst ohrfeigen. Naja, egal. Ich gehe mal jetzt mal zu dem Ort da, wo der Container war. Vielleicht kann man da irgendwas untersuchen, vielleicht auch nicht. Ich verschwende nur bloß eure Zeit, deswegen überspringt das einfach. Oder lasst es sein, guckt es euch das an. Das ist eure Sache. Ich werde das jetzt mal einfach nachgucken, was jetzt auf dem Container war. War da irgendwas? Irgendwas Sinnvolles? Nein, nichts Sinnvolles. Okay. Okay. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe schon so viel Geld. Ich bin richtig Moneyboy hier. Okay. Ich nehme mal den einfach mal mit. Wir sehen mal, vielleicht habe ich hier irgendwie Schutz oder so. Ist klar. Stirbt doch da irgendwie hinten, oder? Hier bin ich gerade... Egal. So, habe ich mehr Platz geschafft. So, wer von euch wollte hier mucken? Wichsgeburten. Ach ja, ich habe meine Roboter 50 irgendwas bekommen. 50 Ringe. Wollte ich nur sagen. Ist hier nichts? Für einen Moment ging es irgendwie richtig langsam. Okay. Ich weiß gar nicht, wozu man die rote Laterne braucht, aber ich nehme es einfach mal mit. Ah, okay. Es war gut, dass ich es mitgenommen habe. Hier ist ein rotes Podest. Hier ist das nicht ein. Ich glaube, wir müssten dieses rote Podest weiter. Also brauche ich die rote Laterne, die wir vorhin in dem Raum gesehen haben. Ja, zum Glück habe ich das mitgenommen. Boah, der Raum hat sich ja vergrößert. Ach. Ach, zwei von diesen Wichsern. Wenn du hier durch willst, musst du erstmal an mir vorbei. Wie du willst. Kampf beginnt. Ich nehme dich und auf ihn hier.
seinen eigenen Kumpel abgestochen. Okay. Das nenne ich doch mal Freundschaft, oder? Was für ein solche Behinderten. Naja. Ist besser, wenn die sterben. Tot. Ich krieg ja was, wenn ich alles zerstöre. Die Dinger kann ich sowieso nicht zerstören. Okay. Diesmal fehlt der Aufzug nach unten. Nach oben. Seit wann nach oben? Hier komme ich auch wieder. Hohe Temperaturwerte. Pass auf. Soweit so gut für uns. Ich hoffe, Beluga geht's auch gut. Wen kümmert es denn? Gefängniszelle. Golden Rohr. Bruno! Bald werden das Amulett und die Kristallstände mir gehören. Fuhoho! Der Versuch, eine unkontrollierte Macht zu kontrollieren, wird nicht euch, sondern die ganze Planeten zerstören. Ich warne euch. Meinst du nicht, dass du das ein bisschen überdramatisiert? Überhaupt nicht. Vielleicht sehen wir uns gerade zum letzten Mal. Hihihi. Nichts als jämmerliche Lügen. Bleib einfach hier sitzen und sieh mir zu, wie ich die wahre Macht erlange. Pass bloß auf, dass sie nicht erlaubt. Jawohl so. Jawohl. Die Lage ist ziemlich ernst aus. Wie kriege ich das Amulett zurück? Das ist die Frage. Hey, halt die Klappe. Oh. Melville. Apropos, bist du verletzt? Nein, mir geht es gut. Du kamst gerade rechtzeitig. Lass uns gehen und die Powerzelle holen. Sie ist im Labor versteckt. Ich hoffe nur, dass wir noch nicht zu spät kommen. Laris muss erst noch vollständig erwachen. Wir haben immer noch eine gute Chance. Dann sollten wir sie nutzen, um Laris mit der Powerzelle zu zerstören. Okay. Verdammt. Ist klar. Ist klar. Dreimal getroffen. Ich zerstöre mal die ganzen Wände, damit kriege ich ja auch was. So. Erstmal die ganzen Wände zerstören, danach habe ich meinen Frieden. So. Jetzt bist du ganz alleine ohne deine verfickten Wände. Und weg. Ach, so ist das fein. Hier komme ich noch auf Level 10, kann ja sein. Hier ist nichts. Okay. Ein langer Gang. Ach, ich wusste es doch. Das ist der Meister Brunos Privatbüro. Hier darf niemand durch. Ich gehe aber trotzdem. Wie ich diese beiden hasse. Ja, komm, macht euch selbst zu Feuer. Zündet euch selbst an. Oh, mein Analogstick bleibt manchmal hängen. Das ist nicht gut. Hä, ich dachte, er ist gerade...
komm. Einer ist tot. Der zweite folgt hinterher. Ach komm. Und tot. Eine unsichtbare Wand hindert mich daran, dahin zu gehen. Okay. Okay. Wo bist du? Zeig dich, Bruno. Zwerg, hast du etwa vergessen, dass ich dich selbst eingeladen habe? Wo ist die ganze Kämpferei? Ich hatte dich auch einfach so einlassen gewährt. Bin nicht hier, weil du mich darum gebeten hast, sondern weil ich es wollte. Lass Elf frei. Na schön, leg das Amulett vor dir auf den Boden. Ja, Fußboden. Dann komm her und hol dir das Mädchen. Einverstanden? Okay, ich leg das Amulett jetzt hin. Nein! Dein Leben ist immer noch mit dem Amulett verbunden. Ich weiß, ich komme jetzt zu dir, El. Du verstehst gar nichts. Du blöder, sturer Idiot. Okay, keinen Schritt weiter. Obra, hol das Amulett. Jawohl, guten Guildmeister. Jetzt reicht's aber. Lass El frei. Also gut, du kannst zu ihm gehen. Ah, El, komm her. Gret. Warum bist du nur hergekommen? Als ich jetzt versprochen habe, ich habe bei meinem Schweif geschworen, dass ich kommen würde. Das hättest du nicht tun sollen. Sehr gut, Opera, gib mir mein Amulett. Meister Bruno, was wird mit den Kobas passieren, wenn das alles vorbei ist? Sobald ich Laris Allmacht erlangt habe, werden die Kobas aufhören zu existieren. Wie dumm muss man sein? Sie hat das Amulett in der Hand und sagt sie, ja, da werden die Kobas nicht mehr existieren. Aber die Kobas sind unser Zuhause. Wir können doch nicht zusehen, wie sie sterben. Opera, was ist denn mit dir nicht gefahren? Hör auf zu grummeln und gib mir das sofort das Amulett. Du bist so ein Vollidiot, Bruno. Verstanden. Du, wohin hast du es geworfen? Upsi, es ist mir aus der Hand gerutscht. Wie konnte das nur passieren? Das Amulett ist aus dem Fenster geflogen. Was sollte das? Du wagst mich zu betrügen, Opera. Wie sagst du das? Es ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Los, wir müssen uns das Amulett holen. Opera, sorg dafür, dass die Göre da bleiben, wo sie sind. Wehe, du enttäuscht mich noch einmal. Niemals, Meister. Kann man so dämlich sein? Man muss echt ein bisschen bescheuert im Kopf sein, zu sagen, ja, dein Zuhause existiert doch nicht mehr. Hör mal zu, Lady, geh mir aus dem Weg. Tut mir leid, Honigmäulchen. Mit meinem kleinen Handausrutscher habe ich meine Schuld bei dir abbezahlt. Kalua, Gren, kommt und hilft mir. Verdammt, ich kann nicht speichern. Jetzt aber, diesmal mache ich dich fertig. Helopera, wie viel es lautet, euch zu beseitigen? Oh, Scheiße. Wie schnell bist du denn? Hier, frisst dein eigenen Kommando.